Mach mir einen Schlaf. Bitte schön. Mach mir einen Schlaf. Ich kann nicht zeichnen. Das macht nichts. Mach mir einen Schlaf. Wir haben ein Märchen, das für sehr naiv klingt für Erwachsene, für Kinder, da denken wir, das ist zu philosophisch. Und das ist ja gerade das Tolle. Wir können ein Familienstück produzieren, in dem wir Kinder und Erwachsene gleichzeitig ansprechen. Und wenn ich eine Blume kenne, eine einzigartige Blume, die nirgendwo anders existiert als auf meinem Planeten und die ein kleines Schaf mit einem Haps zerstören kann, einfach so, eines Tages, ohne dass es merkt, was es anrichtet. Das soll nicht wichtig sein? Ich bin wach, ja wach, und nicht schwach, oh nein, und hier im Sonnenschein. Der Antoine de Saint-Exupéry, der begeisterter Pilot war, aber eben auch ein ganz großer Humanist, also Technik und Mensch, er war immer in diesem Zwiespalt. Und ich glaube, nur dadurch, weil Mensch so widersprüchlich ist, kann er so eine Idealgeschichte schreiben, wie er sich eigentlich sein Leben und die anderen Menschen gerne vorstellen würde. Klatsch mal eine Hand gegen die andere. Mit einer Figur, dem Piloten, der so sehr wie er selbst wirken könnte. Und dann eine Lichtgestalt, die so naiv und gut ist. Und da habe ich gedacht, da muss was, da steckt mehr dahinter als nur ein schönes, gutes Märchen. Weißt du, meine Blume, sie hat nur 4 Dornen, um sich gegen die Welt zu verteidigen. Ich bin für sie verantwortlich. Ich habe keine Zeit für Träumer wie Sie.